Hi, meine Lieben. Ja, ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr erschrocken. Ich beginne jetzt erstmal mit meinem Grundgerüst. Da zeichne ich mir einfach ein Rechteck um den Mund herum, einfach einen weißen Kajal nehmen. Das müsste dann gut funktionieren. Weiter geht's dann mit den Zähnen. Einfach darauf achten, dass sie zur Mitte hin immer größer werden. Dann wirkt es einfach echter. Dann mische ich Weiß mit ein bisschen Gelb, damit die Zahnfarbe ein bisschen realistischer rüberkommt, weil ganz weiße Zähne hat ein Zombie dann doch nicht. Und dann fülle ich einfach die Zähne aus, so dass es dann aussieht, als wäre der Mund eben geschlossen. Weiter geht's dann mit einer schwarzen Farbe, da könnt ihr auch Kajal nehmen, je nachdem wie ihr zurechtkommt. Ja, und damit mache ich dann die Zahnzwischenräume. Zusätzlich noch die schwarze Farbe zwischen den Lippen, damit der Hohlraum praktisch zwischen den Zähnen auch realistischer aussieht. Um meine Zähne herum fülle ich dann alles erstmal mit einem hautfarbenen Kajal, weil ich nichts anderes habe. Und weiter geht's dann mit einem pinken Kajal, wo ich dann die Ecken fülle und es mit einem ganz normalen Ohrenstäbchen verwische. Ein Zombie hat natürlich auch Zahnfleisch und deswegen mache ich über den Zähnen ganz leicht noch weiße Stellen. Danach mische ich diesen lila Ton mit ein bisschen Weiß, um dann die Ecken noch ein bisschen dunkler zu bekommen und verblende das Ganze dann auch wieder so ineinander, dass es so realistisch wie möglich aussieht. Dann geht's weiter mit flüssigem Latex. Und zwar nehme ich da eine Schicht von einem Kosmetiktuch, roll das zusammen und gebe das genau an die Ränder meines Mundes. Das mache ich dann für alle vier Seiten. Gucken, dass es wirklich schön klebt, damit alles gut hält. Dann habe ich mir irgendeine Foundation genommen und gebe das über diese Taschentücher, damit das wie Hautfarbe aussieht praktisch. Und ein bisschen über mein Gesicht, je nachdem, wie ungleich euer Hautbild ist. Dann nehme ich nochmal ein bisschen von dem Schwarz und gebe das praktisch unter die Lippen sozusagen. Also das sollen die Lippen darstellen. Hat es jemand erkannt? Für meine Lippen nehme ich dann auf jeden Fall einmal eine rote Farbe und male das auf dem Taschentuch entlang und verwische es dann auch so ein bisschen. Es soll ja praktisch gedehnt aussehen. Und dann geht's weiter mit dem Schminken. Da schminke ich einfach wirklich kreuz und quer. Nehme einfach einen schwarzen Ton, lila, pink, rot, alles was so ein bisschen zerschlagen aussieht, also blau natürlich auch, braun, da gibt es viele Farben. Und dann male ich einfach mal wild drauf los, einfach an meine Stirn, an meine Augen, bisschen an der Nase und auch ein bisschen an meinen Wangenknochen. Macht es wirklich so, wie es euch gerade einfällt. Es wird ja so oder so scheiße aussehen. Also so wie es halt auch sein muss. Deswegen lasst eurer Kreativität freien Lauf und lasst eure Aggressionen raus und bemalt euch kreuz und quer, wie es euch einfällt. Ja, da guckt mal einer an. Mein Zombie hat sogar rote Bäckchen. Das Zeug, das ich jetzt benutze, ist eigentlich eher meine Notlösung gewesen. Ich wollte eigentlich weiß haben, aber leider hatte ich nichts zu Hause. Deswegen nehme ich jetzt dieses Grün. Sieht scheiße aus. Ich würde euch empfehlen, weiß zu nehmen. Das sieht dann besser aus. Dann geht es jetzt an mein künstliches Blut. Da schmiere ich mir erstmal einmal um meinen Mund, damit es wie eine richtige Wunde aussieht. Und dann könnt ihr auch wieder eurer Kreativität freien Lauf lassen und es einfach übers Gesicht verteilen. Zur Hilfe könnt ihr euch natürlich dann auch Toilettenpapier oder ein Kosmetiktuch nehmen und das dann auch noch ein bisschen über euer Gesicht tupfen, bisschen an den Hals runter, damit es auch wieder so echt wie möglich aussieht und ihr richtig fertig und richtig scheiße aussieht. Alle Produkte, die ich im Internet gekauft habe, werde ich euch auch in die Infobox verlinken. Falls ihr daran Interesse habt, könnt ihr da gerne mal reinschauen. Und ja, es geht dann noch weiter. Ich hoffe, es gefällt euch bis dahin. Ich bin aber immer noch nicht fertig mit dem Blut, weil das macht so Spaß. Dann kommen wir noch mal zu dem grünen Zeug, wo ich euch immer noch empfehlen würde, weiß zu nehmen. Das gebe ich einfach auf meine Wimpern, um Augenbrauen und Wimpern einfach gleich zu halten. Und dann nehme ich noch mal einen schwarzen Kajal und mache die Augen noch so ein bisschen tiefgründiger und schwärzer und verwische das dann auch noch mal mit einem Pinsel.
Zum Verwischen könnt ihr dann auch nochmal ein bisschen schwarzen Lidschatten benutzen. Ja, meine Lieben, das war's dann schon mit dem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir doch euer Feedback, das würde mich sehr freuen. Und bleibt noch bis zum Schluss dran, es folgen noch Outtakes. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, meine Süßen.